Moin moin, liebe Seniors, liebe Senioritas, liebe Fabrikbesitzer und solche, die es noch werden wollen. Ich bin der Seno und wir schauen mal, was hier bei Duke's Burgers auf uns wartet. Ich rechne mit komischem Feuer im Lords. Ich fühle mich noch nicht so wohl hier. Wir haben penetrante Munitionsknappheit. Besonders schlimm, wenn solche Gegner dann nicht mehr so freundlich sind, ihre Pumpgun liegen zu lassen. Dann nehmen wir mal ein bisschen die Pistole. Gerade die Gegner gehen noch ganz gut mit der Pistole. Wow, hier sind viele, viele von denen unterwegs. Die Pistole ist halt unglaublich ungenau. Die macht gar nicht so wenig Schaden, aber die sprayt halt recht viel. Wie viel sind das noch? Drei? Okay, noch zwei. Die haben wir. Kommen die nächsten. Au! Doppel-Au! Alter, den Schuss muss ich echt ausweichen. So geht das nicht. Okay, Pistole leer. Das heißt, wir haben noch vier Pumpgun-Schüsse. Bisschen MG-Munition. Was war das? Wir haben noch zwei Leben. Danke. Gut, zwei ganze Lebenspunkte, weil da irgendein Scheiß explodiert ist. Und ich check nicht mal, warum. Ich habe mich ein bisschen vor unserem Burgerman hier erschrocken. Gib mir den Burger, Mann. Ich hab Hunger. Zwei Lebenspunkte. Wasser saufen. Ja, haben wir Wasser irgendwo? Hast du Wasser gesehen? Wasser saufen wäre sehr gut. Allerdings müsst... Ah, da! Ja. Ja, und sonst, so, wie geht's euch? Wann wart ihr denn das letzte Mal im Kino und was habt ihr Schönes gesehen? Sollen wir dich heute Abend mitnehmen, Mutti? Sollen wir dich noch kurz einsacken? Ich würde dich einladen. Ich würde Paddy einmal kurz fragen und wenn du möchtest, lade ich dich ein. Kann ich Mama auch mal wieder ins Kino gehen, ne? Würden dich dann kurz nach 7 abholen. Sicher, Mutti? Ich weiß, du und Kinos ist nicht so, ne? Noch nicht für so. Leider zu weit weg, das sagst du, ne? Irgendwann andere spontan los. Schlade. Kino Schlade. Heute 2015. Jürgen geht's nicht gut. Oh, das ist aber nicht schön. Heilen uns noch ein bisschen. So auf 70. Und dann nehmen wir das Medipack, was da in der Wand liegt. 10 Ditcher noch und dann ist gut. Sag ihm mal liebe gute Besserung von mir. So. Go away. More like Quar. Aha. Habt ihr gesehen, da oben ist die blaue Keycard. Okay. Blaue Keycard schon mal gefunden. Was ist das? Das sah aus wie ein Panzer. Das ist neu. Okay, da drückt man hinten drauf und dann explodieren die. Ist ja spannend. Die haben einen Duke Nukem-Button hinten auf dem Arsch. Hier geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter. Ja, das sind jetzt halt mal komplett fremde Level für mich. Nicht welche, die ich noch grob aus meiner Kindheit kenne, sondern wirklich komplett fremde. Eine komplett fremde Experience. Oh mein Gott. Habe ich nicht irgendwas Geiles so, womit ich die jagen kann? Fährt der andere jetzt auch seine Kreise hier? Ja.
So, was machen wir mit dir? Au. Finde ich nicht gut, die Gegner. Finde ich lustig, aber nicht unbedingt gut. Okay, Imburger. Ist das der Burger? Weiß ich gar nicht. Nee, das wird Imburger sein. Warten noch ein paar Gegner. Und werden die Hühnchen gemacht, auch schön. Dann haben wir noch irgendwo ein Gefängnis. Ja, schauen wir uns gleich mal um. Das ist, glaube ich, Duke Burgers. Nächste Woche große Öffnung. Keep tight. Und da sind wir wieder am Vordereingang. Haben jetzt aber die blaue Keycard. Könnten uns jetzt also gleich reinschießen. Ich will aber erstmal gucken. Ich habe hier ein Jetpack. Bringt mir hier aber überall nichts, so wie es aussieht. Ich will jetzt auch nicht zu viel. Nee. Gut, ich will nicht zu viel von meinem Jetpack jetzt aufbrauchen, dann jumpen wir mal wieder runter. Kein Secret oder sowas entdeckt. Ja, scheiße. Da geht's auch nicht rein. Da müssen wir, glaube ich, den Vordereingang nehmen. Ich würde ja eher lieber einen Seiteneingang nehmen, aber ist mir nicht vergönnt. Ich hasse Türen, die sich so schnell schließen. Groovy. Cool. Ha? Ich kann die nicht einschätzen, ich habe die noch nicht schießen sehen. Will ich aber auch nicht unbedingt. Hauptsache, die sterben schön schnell. Das ist mir momentan die Hauptsache. Okay, einmal auf dem Klo gewesen. Da unten haben wir einen Durchgang, da komme ich aber nicht rein. Da muss ich mich wahrscheinlich erstmal irgendwie schrumpfen lassen. Smaller. Ja, think smaller steht hier. Denk kleiner. Ah! Okay, pass auf. Spiegel sind die Hauptsache. Oh! Da waren noch mal ein paar viele Bösis. Das machen wir vielleicht später mal. Okay. Da oben sind Schleimviecher. Wir haben halt wirklich wenig Munition. Ich guck mal eben, was es hier so gibt. Da geht's runter. Okay. Ich guck noch ein bisschen nach Secrets. No way I'm eating this shit. So ein Scheiß würde ich doch nie essen, sagt er. Ja, da kommen wir dann nämlich, glaube ich, gleich rein, ne? Wenn wir uns schrumpfen. Das ist der Weg rein. Blaugut! Uiuiui, schon wieder. Moin Peoples. Hallo. Na? Was geht? Geht, mein Lieber. Hier kommen wir raus. Da können wir
können wir nichts machen. Think smaller, ja. Ich glaube, wir müssen uns verkleinern und dann dadurch. Moin, du geiler Fabrikbesitzer. Mir macht das nur ein bisschen Angst, weil das natürlich echt gemein ist, was da auf der anderen Seite auf uns wartet. Aber, guck mal, wir können ja vielleicht ein bisschen Skill. Vielleicht auch nicht, aber vielleicht können wir das. Vielleicht können wir das von der Toilette aus machen. Ist dann eine Kurve? Das ist eine Kurve, dann schaffen wir das auch nicht. Ja gut, dann dürfen wir uns nicht zerquetschen lassen. Ich meine, dann ist das halt so. Ach, scheiße. Ich habe die Haare schön, ne? Finde ich auch. Finde ich auch. Danke, dass es dir aufgefallen ist. Das freut mich. Ja. Da wird man dann halt zerquetscht. Wir warten ein bisschen länger. Ich weiß nicht genau, wie lange wir klein bleiben. Ja, wenn ich zu lange warte, werde ich im Dings groß und dann bin ich halt auch tot. Das ist eine Sache des Timings. Wir haben es geschafft. Das Rüstung im siedenden Fett und extra Leben. Gut, können wir das ausmachen? Das ist gut. Ja. No way I'm eating this shit. Und dann geht das hier weiter. Puh, Leute, das ist alles gar nicht mal so ohne, sage ich euch, was sie hier schon wieder von uns wollen. Wo kommst du denn her? Manchmal spawnen so Gegner, da denkst du dir auch nur so, yo, das hättest du dir jetzt auch sparen können. Groovy. Gut, wir haben die Karte gefunden hier hinten. Haben wir noch so einen kleinen Extra-Knopf, der uns hier oben den Freezer nochmal bringt. Okay. So groß dürfte Bob's Burger hier ja auch gar nicht mehr sein. Wir werden nochmal geschockt, ist okay. Dann geht's hier weiter. Der war gemein. Klatsch. Hier werden die. Ja. Ach, guck mal, da ist auch schon einer zerquetscht. Sehr schön. Hier werden die Patties zubereitet, so wie das aussieht. Lecker, lecker. Grünchen. Den Devastor haben wir eingesammelt, das ist schon mal schön. Die Halle kriegen wir nicht auf, das Hallentor. Wir haben angeblich auch noch kein Secret gefunden. Jetzt haben wir ein Secret gefunden? Ne, immer noch nicht. Kein Secret angeblich. Angeblich kein einziges Secret gefunden. Aber auch nicht mehr so viele Gegner übrig. Das heißt, Level müsste mit ein bisschen Glück bald zu Ende sein. Mordmainer, so muss das sein. Nobody messes with my meat. Aha. Das ist das Gefängnis, ja, toll. Ist ja auch schön, versteht ihr das? Hier unten sind Gefängniszellen und da oben werden die hier wird das Fleisch zubereitet und das wird dann in Patties gepresst. Könnt ihr euch ja vorstellen, woraus dann die besten Stücke aus dem Hund. Auch sehr schön hier, die Prime Cuts aus dem Hund. Lecker. Lecker, lecker, lecker. Mhm. Ich hätte tatsächlich jetzt aber in erster Linie mal nicht mit dem Hund gerechnet.
Das ist ein Secret. Sehr schön. Mindestens ein Raketenwerfer. Aber wie komme ich hier raus? Ach so, so wahrscheinlich. Hundefutter auf andere Art, korrekt. Da ist ein Hühnchen! Oh nö! Muss ich gar nicht drauf schießen. Guck mal, der hat sogar zwei Häufchen gemacht. Shit happens. Shit happens, ja. Shit happens. Wir sind in ein Häufchen reingelaufen. Auch schön. Oh! Ich weiß nicht, ob das Nahkämpfer sind. Bis jetzt haben sie noch nicht geschossen. Relativ tanky, aber bis jetzt haben die mich noch kein einziges Mal getroffen. Cool. Oh, mehrere Tanks draußen. Society for the Preparation of Canine Hamburger. Also die Gesellschaft für die Zubereitung von Hunde-Hamburgern auf Deutsch. Ja, ja, ernsthaft? Ja, auch so ein süßes Hündchen. Irgendwie ist das gemein. Ist auch gemein, dass die Steckdosen irgendwie teilweise nie gut für uns sind, sondern immer nur böse. Ich benutze mal die Steroide, damit ich schneller bin und dann... Ja, stell dich in die Ecke, du... Ich hätte fast ein böses Wort gesagt. Nein! Diese scheiß Panzers! Okay, ich muss mal einfach ausprobieren, ob man die auch so kaputt bekommt. Wow. Bis in die 80er gab es für den Veterinär am Schlachthof noch einen Stempel für Hundefleisch, weil war auch vertriebsfähig. Echt? Wo hast du dieses geile Wissen denn bitte her? Ich will ihn mitnehmen. Wir treten keine Hunde. Den lasse ich leben. Die Frauen knallen wir ab, aber die Hunde doch nicht. So, ich weiß tatsächlich nicht, warum mich die Panzer da draußen interessieren sollten. Hier darf nur autorisierte Personen rein. Das Ding ist halt, ich bin jetzt so weit gelaufen, um hier hinzukommen und ich weiß halt nicht, wo es weitergeht. Das heißt, es ist naheliegend, dass ich wieder raus auf die Straße muss, aber warum sollte ich auf die Straße raus müssen? Der einzige Grund, warum ich denke, dass ich auf die Straße muss, ist, weil da Gegner sind. Guck mal, sie gehen auch so kaputt. Sie halten zwar viel aus, aber sie gehen auch so kaputt. So, das ist jetzt der Eingang hier. Aber was bringt mir das? Munition hinterm Sofa gefunden. Das ist schön. Aber was bringt mir das? Ah, guck mal da. Und jetzt wird hier hinten... Wahrscheinlich habe ich jetzt auch die Käfige geöffnet. Nee, die Käfige habe ich nicht geöffnet. Man muss die Käfige öffnen können, sonst wäre da keine Munition drin. Fertig, aus. Es wäre keine Munition da drin. Aber es gibt hier immer sogar noch einen Käfig oben. Die Rüstung nehmen wir noch. Ja, ich weiß aber nicht, wie man die Käfige öffnet. Von daher würde ich sagen, beenden wir den Level. Kleine, es könnten auch ein Teaser sein. Mahlteil zusammen. Könnte sein, glaube ich aber nicht unbedingt. Pfeif doch mal. Ja, leider geht's hier nicht. Ich kann nicht nach unserem Reittier pfeifen. Auf so einem Hund durch die Gegend reiten wäre auch cool. Na gut, beenden wir den Level. War noch 20 Minuten. Einen letzten Part mache ich noch, dann muss ich mich tatsächlich fertig machen.
für das Kino heute Abend. Aber einer geht noch. Also, letzter Level. Shop and Bag. Bis gleich.